Hallo und herzlich willkommen zurück zu Autonauts. So, das ist jetzt der dritte Anlauf der Anmoderation. Ich musste jedes Mal wegen meinem Hals, musste ich so laut räuspern, dass ich mir gesagt habe, na, okay, das machst du einfach nochmal, ne? Oh Gott. So. Okay, aber jetzt läuft's. Mein Hals ist stabil. Erstmal für die Aufnahme sollte es reichen, hoffe ich. Naja, also sollte ich zwischendurch doch mal hin und wieder so ein bisschen räuspern, bitte ich dies zu entschuldigen. Momentan noch, ne, mit dem Halsprobleme, ein bisschen Halsschmerzen und so. Naja, ist irgendwie das Wetter. Also, was mir auch gefallen ist, der Hammermann, der hat nicht gut gearbeitet. Da ist nichts mehr drin. Er wirft rein, sofort geht's weg. Das lag hier vor allem auch an den Pfählen. Ich habe hier fleißig mitgeholfen bei der Produktion hier von den Brettern. Und ja, damit indirekt dann auch für die Pfähle. Man sieht's, ist es sofort wieder leer. Warum ist das so? Ne? Stämme sind ja da. Die habe ich ja fleißig auch mit eingesammelt. Mittlerweile ist das mit den Stämmen wieder okay, wieder stabil. Ne? Hier läuft's einigermaßen. Aber das Problem ist, wir haben zu wenig Brett- und Pfahlproduktion. Hier müsste wesentlich mehr geschehen. Und da ist jetzt die Frage. Ich hatte mir überlegt, dass ich das nicht unbedingt mit diesen Robotern machen möchte, sondern dafür schon die nächste Generation bemühen mag. Die sind etwas schneller, die laufen viel schneller, können viel mehr tragen, also die sind wesentlich effizienter, ne? Ach ja, und warum ist das jetzt im Endeffekt einfach immer leer? Ne? Warum brauchen wir so viel davon? Das liegt ganz klar hier an dieser Vertäfelung. Ne, wenn man sich das anschaut, jedes Mal 4 Brett, 4 Befestigungsstifte und die Befestigungsstifte, also Quadratsche haben ja auch noch, ne? Brauchen auch noch Pfahl und Befestigungsstift. Und Befestigungsstift, sehen wir auch hier, ist auch leer. Und das braucht auch Pfahl. Also, wir brauchen so dermaßen viel Pfahl und Pfahl braucht Brett. Und deswegen ist Brett und Pfahl einfach leer. So, aber jetzt wissen wir Bescheid. Das ist das Ding, ne? Also Brett und Pfahl, davon brauchen wir richtig, richtig viel. Darum werden wir uns kümmern. Aber zunächst, ne? Hier oben blinkt jetzt alles fleißig vor sich hin. Man kann noch nicht draufklicken, aber das werden wir jetzt ändern. Denn wir haben ja extra dafür Boden gemacht. So, jemand. Ich ziehe ihn mir direkt schon mal so zurecht, dass man ihn direkt dran packen kann. Einmal rotaten, zweimal rotaten und drunter. So, das Ding ist ready. Der nächste. So, so und 2 Stück davon noch dran. Rotate, rotate. Fertig. So. Rotate, rotate. Gut. Und ja, hier haben wir es ja schon fertig im Grunde. Rotate. Na. Sudle. Und dann können wir auch die hier noch nach oben packen. Hier unten bringt sie uns recht wenig. Ne, da werden ja dann die, diese Upgrades werden da hergestellt. Diese Gehirn-Upgrades für die jetzigen Roboter brauchen wir erst einmal so nicht. Ne? Die packe ich einfach mal dorthin. Ich glaube, dieser Gehirntyp, den brauchen wir dann auch bald nicht mehr. Aber erst einmal so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie mache ich es am besten so? Die wäre ja stimmt, ne? Okay, das ist gut. Ich muss den Roboter gleich wegschaffen, dann kann ich es auch richtig hinplatzieren. Ah, so gefällt mir das gut. So ist gut. Hier kommen die Roboter dann rein, also die neuen dann auch. Das passt. Ja. Was bist du? Du bist der Hirnmacher. Du bist ab sofort im Ruhestand. So. Viel Vergnügen, stach schön die Kisten an, ne? Pass auf, dass da niemand was rausstibitzt an Hirn. Und da ziehen wir uns wieder rüber. Das ist nice, das gefällt mir. So, und jetzt sagen wir, was wird hier produziert? Momentan, was hier zuletzt produziert wurde, steht ja gar nicht mehr. So, jetzt haben wir aber die ganzen Sachen. Ich würde sagen, wir machen hier mal Kopf. Hier produzieren wir Körper und einfach mal hier so einen Antrieb. Man sieht's auch hier, was man dafür braucht. Ein Pfahl, Vertäfelung, Befestigungsstifte, gutes Zahnrad, ein einfaches Rad.
Ja, und ähnlich ist es ja auch hier, ne? Hier brauchen wir auch wieder zwei Vertäfelungen, zwei Pfahl, zwei Befestigungsstift und Brettpfahl und Baumsamen. Es ist also wirklich eine ganze, ganze Menge, was man hier braucht. Und die schmeißen ihren Scheiß drauf und machen weiter. Nee, macht man nicht weiter. Roboterfabrik, ich würde sagen, stopp, ihr macht mal gar nichts mehr. So, das werde ich auch nochmal canceln und dann packen wir die ollen Roboterteile auch hier oben hin zu dem ollen Kram. Vielleicht bauen wir damit mal nochmal einen. Ich glaube, es ist genug Kram da, ne? Ist das hier zweimal Antrieb? Ah. Egal, weg damit. Auf den Müllhaufen, den großen. Ich kann das auch stapeln. Ich stapel die Köpfe und ich stapel den Kram. Erstmal. So. Und jetzt fangen wir mal an. Wir fangen mal mit dem Kopf an. Baumsamen, Pfahlbrett. So, ich muss mich ganz kurz räuspern. Sekunde. So, und auch schon vorbei. Ne? Kurz und schmerzhaft. Aua. Mein Hals. Oh Mann. So und so. Oh, wo habe ich drauf geklickt? Auf nein. Keine Ahnung. Okay, die lege ich mir hin. Und klar, das sollen nachher natürlich auch wieder Roboter übernehmen, aber dafür brauchen wir schon die besseren Roboter. Deswegen müssen wir sie erstmal so herstellen. So. Bretter. Ohne Ende Bretter. Was haben wir hier? 8 Stück. Das ist lame. Ja, auch 8. Die will ich denen gar nicht wegnehmen, ne? Die sollen die Vertäfelung machen. Wir holen uns jetzt unseren eigenen Stuff. Den coolen Scheiß. Ja. Machen wir uns einfach selbst hier vorne hin. Ist halt schwer. Oh Mann. Ah, by the way, ich hatte irgendwo hier im Wald irgendwann nochmal so ein Bienending gefunden, ne? Ich glaube, das war schon in der vorletzten Folge. Da habe ich es schon dahin gepackt. Nur nicht, dass ihr euch wundert, die hätten sich vermehrt oder so. Nee. Habe ich oben drauf gepackt. Ich mache so einen Bienenstapel. Tja, wir brauchen ein bisschen was davon, ne? Wenn ich mir das hier so anschaue. Die Vertäfelung stibitzen wir uns nachher hier raus. Ist ja kein Ding, ne? Auch alles andere, was wir brauchen. Deswegen sollen sie hier unten den Kram behalten. Schleppen, schleppen, schleppen. Und noch ein bisschen mehr. Und dann machen wir uns mal Bretter und Co. Ja, Axt ist da. Mehr braucht man nicht, ne? Mehrfach sogar. Okay. So. Hier muss man immer abwarten. Mir ist es öfter schon passiert, dass ich eigentlich den Stand darunter direkt wieder anklicken wollte. Aber irgendwie ändert sich immer so ein bisschen die Lage von allem. Und dann habe ich öfter mal auf so ein Brett geklickt, obwohl ich das gar nicht wollte. So, ein paar Bretter haben wir jetzt schon mal. Wir können auch... Machen wir mal ein, zwei Pfähle noch. Was soll's. So, mal gucken. Reicht das schon für irgendwas? Hier oben? Brettpfahl, jawohl. Dann kriegen wir unseren ersten Kopf. Huch, so, und noch einen. So, tada! Oh mein Gott. Das ist der erste Kopf. Oh, der erste Roboter. Oh, ist das nice. Die Teile sind so toll, ne? Die sind so toll. Oh Mann, ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja schon in dieser Folge. Ich gucke gerade mal auf die und das wird knapp, ne? Aber da liegt er jetzt. Jetzt gucken wir da nochmal. Ne, wo? Da hinten. So, was müssen wir doch feiern? Oh. wie der thront. Oh, ist das schön. Oh Gott. Der sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Okay, alles klar. Der nächste Teil wäre dann hier der Körper. Dafür brauchen wir zwei Befestigungsstifte auch. Das ist ärgerlich, ne? Die sind sofort alle immer weg. Das eine... Den einen nehmen wir uns raus. Na toll. Immerhin schon mal einen. Gut, dann zwei Vertäfelungen. Müssen wir öfter laufen. By the way, der Bautrupp wirft hier nichts rein, wenn hier etwas produziert wird. Das machen die nicht. Nur bei Upgrades hauen die hier die Vertäfelung rein. Aber jetzt bei sowas, da muss ich schleppen.
Hätten wir das. Fehler haben wir noch, passend. Ein, zwei. Gut, gut. Jetzt brauchen wir noch einen Befestigungsstift. Oder liegen ein paar. Oh, schön. Stiebitzt. So, der nächste Teil. Oh, nice. Was muss hier rein? Auch Befestigungsstift einer. Also ein bisschen was übrig. Meine Güte. So, ist das mal putzig? Oh, rein damit. Oh, da liegt es. Da, oder da schwebt es. Viel mehr. Oh, freut sich schon richtig. Na, ich auch, ich auch, ich auch. Oh Mann. So, gutes Zahnrad. Das ist dann so eine Sache. Haben wir das eigentlich schon irgendwo gemacht oder so? Das haben wir noch gar nicht wirklich in der richtigen Produktion, ne? Also ein gutes Zahnrad. Dann haben wir unten einfaches Rad, brauchen wir, glaube ich. Zwei Stück. Ich hatte hier mal einfach ein bisschen was anderes ausgewählt, als die Werkzeuge, die vorher da waren. Zwei Bretter. Ja. Dann nehme ich mir dann doch mal hier raus. Nimmst du die auch? Oder? Eins, zwei. Und wir brauchen ja zwei Räder. Macht ja auch Sinn für den Antrieb, ne? Das macht alles Sinn. Also ich finde, das ist eigentlich sehr logisch alles. Nehmen wir mit. Zwei Räder. Gutes Zahnrad. Muss ich mal gucken, wo wir das machen. Pfahl könnte ich eventuell schon mal drauf. Was braucht man noch? Bretter oder so? Eine Vertäfelung hole ich mal. Oh, krass. Kriegen wir echt noch fertig heute, ne? Unseren ersten MK2-Roboter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Bin zu nervös. So, drauf da und Pfahl, machen wir uns schnell. Tatsächlich auch wirklich nur einen. Ja, gutes Zahnrad. Da muss ich kurz überlegen, wie war das noch? Wo macht man das? Hier an so einem Ding wahrscheinlich nicht, ne? Wir brauchen wohl... War das diese komische Bank? Moment mal, ich guck mal kurz. Ah ja, by the way, man kann ja natürlich auch mal suchen. Ich finde das hier eigentlich auch ganz gut gemacht. Gutes Zahnrad. Da haben wir es auch schon. Klickt man drauf und dann sieht man, ah, wir brauchen hier diese Schnitzbank dafür. Ugh. Und dann natürlich wieder Vertäfelung. Ja, und das sieht man auch, wie viel Vertäfelung man für diese Roboter braucht. Und das ist das Ding, ja. Du brauchst dann nachher diese einfache Achse, glaube ich sogar. Oh Gott. Ich glaube, die einfache Achse war dann für die Upgrades. Da müssen wir mal gucken. Der Kurbel, für die Kurbel brauchen wir Bauteilwerkbank. Also, Bauteilwerkbank und dieser Schnitzkram. Und jetzt bin ich mal gespannt, was können wir davon eigentlich alles bauen. Wir haben hier Schnitzbank. Schön. Kommt dorthin. Und gute Werkbank, Bauteilwerkbank. Bin mir gar nicht sicher, haben wir die schon irgendwo? Egal, wir machen nochmal eine. Können wir brauchen. So, was brauchen wir hier? Befestigungsstift? Wir haben noch keinen Bautrupp-Befestigungsstift, ne? Gut, die Kurbel, glaube ich, können wir hier drin machen, in der Bauteilwerkbank. Irgendwie sowas war das. Also wir brauchen die zwei und jetzt gucken wir mal. Vier Befestigungsstifte vielleicht. Ja. Ein, zwei. Was kommt da rein? Einfach nur Pfahl, ne? Nein, knapp daneben. So und so. Du, vier Stück, das passt. Stamm kam gerade. Oh, cool, ne? Wie schnell die sind eigentlich. Okay, ein Brett und ein Stamm. Der Stamm kommt. Brett hole ich. Gut, braucht natürlich Boden, aber wir haben ja noch. In weiser Voraussicht produziert. So. Und dann nehmen wir einfach mal das ganze Gedöns hier mit und packen es hier hin. Okay. Entschuldigung, siehste, das war jetzt so ein spontaner... ich konnte jetzt nicht mehr muten, jetzt war ich so abgelenkt auch. Mann! Okay, okay, okay. Nein.
Brauche ich mehr davon? Ich nehme sie einfach mal so dahin. Ich weiß nicht genau, ob wir das da brauchen. Mal schauen, was machen wir jetzt hier? Kurbel. Ah, das war... Okay, okay. Gut, für Vertäfelung und Co. Aber brauchen wir eh noch eins. Also das macht schon Sinn. Also die Kurbel hätten wir auch so machen können. Naja, wir brauchen zwei Befestigungsstifte. Stolen. Und Fehler. Die mache ich selbst. Oh, hier habe ich schon einen. Oh Gott, oh Gott. Ob wir das heute noch schaffen? So, ich mache mal alles zu Fall. Die Kurbel und eine einfache Klingel. Davon haben wir, glaube ich, mehr als genug. Das soll nicht das Problem sein. Okay. Tada, da ist sie, da ist sie. Die Schnitzbank. Und jetzt, ah, ich wollte, Moment, das wollte ich gar nicht, ich wollte so. Und ich glaube, es sind zwei breit. Packen wir direkt mal so hin und noch eins für da unten. Die Schnitzbank setzen wir auch hier oben noch hin. So, und jetzt gucken wir mal. Wir kriegen hier unser gutes Zahnrad. Vertäfelung und Befestigungsstifte ohne Ende, ne? Also, Wahnsinn. Was man dafür alles braucht, ne? Was man dafür alles braucht. So, Befestigungsstifte, der steht da und keine Ahnung warum. Bis Hände voll sind. Ach, Kollege. So, stopp. So muss das sein. Aber bevor er jetzt loszieht, er soll ja ganz neu anfangen, die nehme ich einfach mal so an mich. Ich bin so frei. Ja, und dann machst du einfach neu. Na, okay. Gut, gut. Er hat keine in der Hand, dem kann ich nichts klauen. Merde. Na, sechs Stück. Meh. Hier. Oh, da kommt er. Leg sie dir. Jetzt habe ich da eingelegt. Nee, ich nehme aber lieber die Fälle nochmal weg. Ja, okay, das reicht. Zack. Ein gutes Zahnrad. Komm hier rein, kannst auch noch mit. Wo wir gerade dabei sind, ne? So, ein paar Minuten haben wir noch in der Aufnahme. Okay. Also, das reicht. Er steht schon und wartet. Also, nehmen wir uns jetzt das gute Zahnrad. Klatschen das hier dran. Und haben das letzte Teil. Da ist es. Da ist der Antrieb. Der kleine, süße Antrieb. Oh mein Gott. Da ist er. Und ich schmeiß ihn jetzt drauf. Wir werden jetzt unseren ersten Roboter sehen. Unseren ersten MK2-Roboter. Da haben wir ihn. MK2. Jetzt auch frisch aufgeladen. Ist das mal cute? Ja, da kommt er. Wird nochmal aufgeladen, ne? Alle wollen sich drum kümmern. Um den kleinen, süßen. Wo bin ich hier? Oh. Willkommen in unserer Reihe. Wie er blinkt, wie freudig. Oh. Ja. Den Kopf ein bisschen zur Seite, aber das passt schon. Das passt schon. Er ist sympathisch. Gut. Wir haben es geschafft. Oh Mann. Und das in der Folge noch. Ja, und was man jetzt bei ihm hier sehen kann. Also er hat jetzt 20 Kilobyte frei. Ne? Wir können ihm natürlich noch Gehirnerweiterungen und sowas verpassen. Dadurch wird er immer mächtiger. Und wenn wir... So, mal gucken hier. Seine Hände. 6 Stück. Und er hat schon 2 Inventarslots frei. 2 Upgrades kann man reinbringen. Ja, das ist okay. 2 Stück reichen auch. Und aber diese 6 Hände upgradebar auf 8.
Inventar kann man auf 4 erweitern. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel diese 2 Upgrades drin habt, ne, diese 2 weiteren Hände und 2 weiteren Inventarslots, dann ohne Mist, ja, der kann dann 8, 9, 10, 11, 12 Sachen tragen gleichzeitig. Man kann ihm also die Hand schön voll machen und durch seine Intelligenz, ja, kann man ihm auch sagen, dass er mit dem Inventar arbeiten soll und sich dann aus dem Inventar auch wieder Sachen rausziehen soll, ne, wenn er dann hier einsammelt, das Holz, was er so hat, die Bretter. Also das ist ganz fein. Ja, der Typ ist richtig toll. Und ich würde ihn jetzt dafür benutzen, um hier, sagen wir mal, schon mal die Köpfe herzustellen. Ja, dass er das schon mal macht. Könnte ich mir vorstellen. Oder wir nutzen ihn jetzt erst einmal hier zur Holzproduktion, ja, um Pfähle herzustellen. Weil es ja so super knapp ist. Wobei, vielleicht hat sich's jetzt ein bisschen gefangen. Stämme haben wir. Die stehen hier Schlange, um die Stämme loszuwerden. Wow. Also, die läuft. Mal gucken, vielleicht benutzen wir auch einfach hier die Roboter noch, um noch ein bisschen Brett zu machen. Dass wir wirklich den kleinen Schlauen hier nehmen können, sodass ihr uns hier die Roboterköpfe herstellt. Dann haben wir das schon mal weg. Dann kommen ja noch Kisten hin, ne? Ich würde dann sagen, dann füllt er jedes Mal eine Kiste, wenn er jemand fertig ist. Dann macht er die Kiste randvoll mit Köpfen. Irgendwie so ein Kram. Nice. Also ich bin happy, das ist sehr schön. Haben wir es geschafft. So, MK2, wir kommen. Also, und jetzt wird sich alles ändern, ja, das verspreche ich. Jetzt wird das hier richtig abgehen. Die Roboter sind wirklich flink. Und das zeige ich dann auch mal. Zum Beispiel der mit dem Radius-Upgrade. Das ist Wahnsinn, was der für ein Gebiet abdeckt. Da brauchen wir, glaube ich, 3 Auflader in dem gesamten Gebiet hier. 3 Stück. Und das reicht. Die sind so schnell mit ihren Schuhen, mit den Upgrades. Und das wird jetzt wird eines der nächsten Sachen noch sein, ja, dass sie dann, nachdem wir hier die Produktion automatisiert haben, diese Auflader, die 3, 4 Stück, die wir nur noch brauchen, der Rest darf dann irgendwas anderes machen. Ne? Keine Ahnung. Oder wird in Urlaub geschickt, auf ewig. Mal schauen. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Es bleibt spannend. Da macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.